willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Final Fantasy 9. Immer noch im Kokobo-Wald, natürlich. Chocobo-Wald, genau. Wir versuchen weiterhin noch ein paar Sachen zu graben hier. Ich hoffe, es macht euch nichts aus. Wenn ihr irgendwelche Einwände dagegen habt, dann sagt mir Bescheid, dann mache ich mir die Story weiter. Oh, und hier ist ein größerer Schatz mit 200 Gil. Okay, kann ich mitleben. 200 Gil ist in Ordnung. Kann man mitleben. Nur die Schätze auch du finden. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ist immer so eine Herausforderung. Okay, muss da oben wieder irgendwas sein. Hier vielleicht... Wow! Das ging schnell. Schnabel Level 8, das ist cool. Das ist natürlich noch besser, wenn man nach so einem hohen Level mit dem Schnabel sind. Naja, außen vorbei. Wir haben unser Schnabel-Level erhöht. Und irgendwann müssen wir nochmal eine Chocobo-Karte finden. Komm, Glück sei mit uns. Oder so. Ein Antidot gefunden. Antidot, Entschuldigung. Ah, okay. Okay. War doch gerade noch, genau, Krähe. Gut. Schauen wir mal. So, ich denke mal, danach werde ich einfach mal gucken, dass ich weitergehe. Wir sollen zur Gizmalux Grotte, soweit ich das mitbekommen habe. Ich meine, man kann ja echt stundenlang verbringen in diesem Wald, bis man hier wirklich das alles hat, was man haben will. Deswegen, wenn ihr sehen wollt, wie ich hier weiter rumbuddle, könnt ihr es mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Werde ich natürlich dann auch weiterhin machen, habe ich kein Problem mit. Ja, ansonsten werde ich jetzt gleich nach dem Tryhard hier mal weitergehen. Und dann schauen wir mal, wo uns die Reise noch hinführt, ne? Okay, Zeitbonus von 10 Sekunden kriegen wir noch drauf. Wird aber nicht viel benutzt wirken. Gut, außen vorbei. Da haben wir 4 Punkte erhalten. Wir gehen wieder weiter. Und schauen mal, was uns noch erwartet. Schauen wir mal. Irgendwas wird uns ja noch erwarten, ne? So, Chocobo-Menü öffnen. Es konnte ich sehen, es gibt eine Bergkette am Meer, die Kupo genauso aussieht. Ja, also, gut, lassen wir das erstmal. Ich kann aber hier... Lass einfach mal das hier.
Ja, nicht absteigen. Draufbleiben. Los, draufbleiben, danke. Hier ist noch ein Tor, da gehen wir jetzt mal hin. Gucken, was wir hier so finden. Betreten bitte. So. Schauen wir mal, wo wir sind hier, ne? Ach, war Quina nicht hier irgendwo? Letztes Mal? Nicht Quina, Na, wie heißt's hier? Unser, Sinner, genau, Sinner. Was haben wir hier? Ein Prallmeier. Oh, okay. Das ist, glaube ich, Kaffee, wenn ich mich da jetzt nicht ganz. Ja. Oh, okay. What the fuck is. Hä? Keine Ahnung, was das gerade gewesen ist. Sorry. Ich hab no Ahnung. So. Okay. Schauen wir mal. Vielleicht finden wir ja doch irgendwie die Schätze, die wir hier haben. Schauen wir mal. Okay. Chocobo-Menü. Gucken wir mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier irgendwo ist. Eigentlich. Ich meine, es wird Sinn machen, ne? Mein Lindblum ist windig. Ist das Lindblum windige Stadt? Ich weiß es nicht, oder? Wir gehen mal nach Lindblum. Mal gucken. Da sind Chocobo-Spuren, da wollen wir nicht hin. Wir schauen mal. Aber erstmal Bergteil. Wupp, 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 wupp. Achso, what the fuck, Moment. Nein, oh, nicht absteigen. Meine Güte. So angucke. Könnte das hier irgendwo sein? Ich habe keine Ahnung. Weiß es nicht. Verdammt normal. Und wieso läuft mein Kack-Chocobo so scheiße, Mann? So. Ist auch nix. Schauen wir mal. Da ist das Erddrachentor, wenn ich mich nicht irre, ne? Oder was ist das? Ist das das Erddrachentor? Boah, kaum gehe ich vom Chocobo, kriege ich direkt einen Random Encounter. What the fuck, Mann? Mann, Mann, Mann. So, einfach mal auf alle drauf Feuer.
Machen die Feuer auf uns oder was? Nur auf Freya, okay. Wenn die Feuer machen, dann mache ich Eis. Ganz einfach ist das. Okay. Das wird sie wahrscheinlich umhauen, ne? Beide. Nicht? Okay. Kürbisfalle gelernt. Okay, ah, so. Na, super. Eine Echsenmenschkarte. Kriegen wir noch zu. So, es ist doch das Erddrachentor, oder? Würde sagen, dass es das Erddrachentor ist. Yo! Dann in der Nähe einer windigen Stadt. Naja. Ja, das ist immer so eine Sache mit den ganzen... Okay, egal. Wie gesagt, wenn ihr sehen wollt, dass ich hier en masse gucke, dass ich hier die ganzen Karten und so weiter aus den Chocobo-Wäldern rauskriege, könnt ihr mir gerne sagen, ob ihr das möchtet. Dann werde ich versuchen, es zu tun. Kann es halt aber nicht wirklich versprechen, dass ich da irgendwas finde. Es sei denn, ihr wollt jetzt irgendwelche Special Parts haben und ihr wollt jetzt erstmal nur die Hauptstory von Final Fantasy 9 durchspielen und danach die Side... Ich weiß gar nicht, ob es noch geht danach. Keine Ahnung. Wie gesagt, müsst ihr mir sagen. Wenn ihr wollt, dass ich Sidequests mache, dann mache ich die natürlich sehr gerne. Kein Problem. Ich versuche gerade hier die Grotte zu finden, wo wir hin müssen. Schau mal. Da ist die Brücke, genau. Dann muss er hier irgendwo in der Nähe die Grotte sein, hoffe ich mal. Tor, da waren wir schon mal gewesen. Da ist da eh nichts mehr. Okay, vielleicht muss ich dann doch nicht dahin. Das ist das Tor, da müssen wir nicht hin. So. Chocobos Wald? Nein, da wollen wir gerade nicht rein.
Das Spiel, willst du mich gerade verarschen oder was ist hier los? Interessant, da ist das Tor, da können wir nichts machen. Da muss es hier hinter sein. Die einzige Möglichkeit. Alles klar, liebe Leute, würde ich sagen, für den nächsten Part werde ich mal gucken, wo ich hier überhaupt hin muss, weil irgendwie ist hier gerade ein Fehler drin. Naja, wir sehen uns im nächsten Part von Final Fantasy 9. Bis dahin, euer Nighty Zock.